Was sind das denn jetzt wieder für Autos? Porsches? Böblinger Kennzeichen, klar sind das Porsches. Die machen hier Model 3 Treffen und die machen da Porsche Treffen, glaube ich. Die haben aber irgendwie leichte Probleme mit der Ladesäule. Ja. Coole Autos, jetzt müssen sie bloß noch verkaufen. Und die müssen natürlich funktionieren. Gerade war hier die Behauptung, ENBW würde nur ein Auto an Ladesäule zulassen. Das ist natürlich fatal. Wir haben es noch nie probiert hier. Vielleicht lassen sie auch nur einen Porsche pro Ladesäule zu. Das kann natürlich sein. Ihr zieht zu viel Strom. Okay, sie wollen nicht, dass man so nah dran geht. Das ist halt ein geheimes Auto. Vielleicht sollte ich ihnen anbieten, unsere Teslas anzugucken. Jo, schauen wir mal, was der Peter da so sagt. Da stehen sie in der Reihe, aber das hier vorne ist der wahre Porsche vom Peter. Der steht falsch rum. Schon nicht schlecht. Nee, dann mache ich das vorne weg, weil jeder Seite ist ein Porsche, den ich mal trifft. Eine nette Sache. Gerne demnächst. Also demnächst bestellen wir, ne? Seid ihr zufrieden? Wie ist das Fahrgefühl? Ja, wir müssen mit dem fahren. Jetzt müssen wir mit dem fahren. Kennt ihr den E-Cannonball? Ja, ja. Der Peter dokumentiert alles. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Also, hallo, ich sitze hier zusammen jetzt mit dem Peter. Im Vorspann habt ihr ja die Porsche gesehen. Ja. Kollege von Porsche. Wollen wir erst noch mal über die Porsche reden? Wir reden über die Porsche. Wir reden ganz kurz über die Polestar. Nee, habe ich nur getroffen. Und dann reden wir über all die tollen Erfahrungen, die du gemacht hast mit dem Model 3. Ja. Was du alles noch vorhast. Ja, Peter, seit wann fährst du Model 3? Seit dem 1. März. Ja, 1. März. Das ist jetzt haben wir's, Juli. Anfang Juli haben wir's. Ja. März, Monate. April, Mai, Juni. Vier Monate. Vier Monate Model 3. 13.600 Kilometer. Gut, Durchschnitt? 15,1. Boah. Super. Ja, was sagst du? Bereust du es? Nee. Grüß nicht. Nicht? Super, nee. Auto. Bin sehr zufrieden. Gut, was machst du damit so? Fährst täglich damit rum? Machst du längere Strecken? Was machst du denn so mit dem Auto? Ich mache auch längere Strecken. Mal Frankfurt, Koblenz, Erfurt, Weimar. Übergaben? Nicht bloß Übergaben. Auch Besuche oder so. Ja. Also das war, was ich jetzt gefahren habe, das sind so 70% Langstrecke. Okay, ich fahre ja immer nur zur Arbeit und zurück. 30 hin, 30 zurück. Ja. Sehr Kurzstrecke. Ich habe ja hier, wir haben es gerade geguckt, 16,6. Kilowattstunden auf 100 Kilometer, bin hat 3.500 jetzt gefahren. Ja, und bei mir sind jetzt die 13,6. Ja, eben. Von 15,1 sind jetzt 70% Langstrecke. Andere Dimension, das ist schon super, ja. Also mein bester Verbrauch war jetzt, dass ich mit einem Akku voll 528 Kilometer mit reicht. Was zeigt deiner an, wenn er 100% hat? Jetzt nach der Deklaration 490, 493. Ja, 490 zeigt meine auch. Was meinst du, was ist da passiert? Ja, die Zelle hat sich jetzt komplett jetzt angeglichen. Hm. Also ich habe jetzt zweimal die Kalibrierung gemacht und seitdem ist der richtig gut. Also ich bin sehr zufrieden. Also das heißt nicht, dass die 490 fahre, ich kann schon weiterfahren. Ich kann 440, 430 Kilometer mit dem Akku, obwohl 390 draufsteht. Also das ja. ist... Also Ich komme ja gerade vom Test, habe jetzt mal vollgeladen vor, glaube ich, 4-5 Tagen, bin jetzt am Wochenende relativ viel auch gefahren und habe dann jetzt bei diesen sommerlichen Temperaturen, wir hatten ja bis vor kurzem 35 Grad, ne, mit Klimaanlage und auch sogar Überhitzungsschutz, wenn in der Sonne steht und solche Scherze, habe ich jetzt real, wäre ich 350 gekommen mit noch ungefähr 30-40 Kilometer Rest. Ne? Also so, wenn man die auch noch wegfahren würde, würde man knapp an die 400 kommen, eher weniger. Kannst ja nicht richtig auf Null fahren, geht ja nicht. Also realistisch wäre 350, ist immer noch für den Sommer und jetzt bei einem höheren Verbrauch, denke ich mal schon gut. Ich meine, ich habe jetzt einen genullt hier, genau. Also ich denke, wenn das ein bisschen idealere Bedingungen wären, dann kommt man an die 400, oder? Ach gut. Wenn du fährst super effizient, also beim E-Cannonball, könntest du die 400 schaffen.
Die schaffen wir. Da genau. Jetzt keine Bedenken. Aber mal Frage an dich, wenn du jetzt sagen würdest, was sind so die 5 Highlights, wo du sagen würdest, das ist wirklich gut bei dem Auto? Hast du das mal überlegt? Die Highlights, die Effizienz vom Fahrzeug, Akkugröße. Also ein Punkt. Ja. Fahrleistung, ja. Also. Nächster Punkt. Dann, was haben wir noch? Geräumig. Echt? Das, also, reicht dir das? Ja. Viele sagen, er ist zu klein. Nee, mir ist der Kart recht. Also, ich möchte nichts. Ich finde ihn auch super kompakt. Also, man muss ja so denken, wenn man jetzt in einem Parkhaus drin ist, also okay. Model S wird wahrscheinlich von der Größe beide 20 cm breit. Ja, das auf jeden Fall. Hast du da schon ein bisschen ein Problem, weil die Lenkeinschlag vom Model 3 oder Model S sind ja nur gewisse Gradzahl, also nicht so. Du hast ja einen großen Wendekreis. Ja, da muss man schon ein bisschen rumrangieren. Ja. Ja. Bin neulich mit dem X nochmal gefahren, das ist schon ganz was anderes. Es ist halt auch bequem, also Klimaanlage funktioniert hervorragend, weil er muss ja den Akku kühlen, also ist das eine überdimensionierte Klimaanlage hier drin. Weil der muss ja den riesen Akku, wenn der auf Volllast läuft, sind das, der schon, kühl. Sind das schon 3 Punkte? Ich weiß gar nicht. Ja, das sind mehr wie 3. Okay, was hast du noch? Hast du noch was? Nee. Nichts mehr. Doch, aber Ladeleistung, jetzt haben wir ja die neueste Ladeleistung. Ja, Ladeleistung. Die Ladeleistung ist schon unge... Ja, die ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Du lädst nicht so viel am Schnelllader? Wenn ich jetzt Langstrecke, schon, aber zum größten Teil laden halt daheim. Also ganz normal Haushaltsstrom, ja. Oder hast du eine Ladewallbox oder was? Ich habe eine Typ-2-Box, aber ich habe auch die Steckdose. Wenn ich jetzt mal PV-Strom lade, dann mache ich das über die Steckdose mit 8, 10 Ampere. Restüberschuss. Dann ist das mir egal. Und sonst lade ich halt 11 kW, aber gerade wenn ich jetzt auf Langstrecke fahre oder mal Zwischenstopp, dann lade ich schnell. Aber 120 langt mir genauso. Das sind 20 Minuten, wo man da steht, oder 25, und dann macht man den nächsten Schritt mit 200 Kilometer. Und dann steht er wieder. Das manchmal hat man das Gefühl, auch jetzt das Freischalten da von den 200 kW effektiv, wenn man jetzt über den gesamten Ladezyklus das sieht, ist es natürlich nicht so viel. Ansonsten sparst du natürlich da 10 Minuten, da mal 5 Minuten. In der Summe, wenn du jetzt eine von Konstanz nach Flensburg fährst, dann macht es vielleicht schon was aus. Ja. Bei allen anderen Sachen macht es halt tatsächlich im Bereich von höchstens mal eine halbe Stunde am Ende. Ne? Und die hat man sich teilweise sowieso verquatscht am Lader. Also ist die Frage, ob es denn, also jemand, der jetzt super effizient, super guckt, dass er auf die Zeiten guckt, für den macht es vielleicht was. Aber es ist natürlich sowas, wo ich jetzt sage, weiß nicht, wie du das siehst, sie haben es glaube ich auch gemacht, weil sie es einfach konnten. Sie wollten zeigen, hier, wir haben da noch Reserve und die schalten wir euch jetzt frei und dann ist die Diskussion weg, warum wir bloß hier immer am Supercharger die 118 kriegen. Dann kriegen wir halt jetzt mal bei dem anderen Lader, kriegt er schon mal mehr und demnächst vielleicht am Supercharger auch. Ob das auf den Ladezyklus dann wirklich eine riesen Auswirkung hat, ist natürlich die Frage. Das wird was ausmachen. Das, so wie es auch der Uwe schon gesagt hat, wenn du über 70% DC-Lader hast, dann wirst du reglementiert. Weil der Akku das dann zum Schonen, das heißt, du musst mehr AC laden. Das heißt, wir sollten gar nicht so viel am Supercharger rumstehen. Es wird sich aber nicht vermeiden lassen, weil die Model S, 3 und X sind Langstreckefahrzeuge. Ja. Also, was ich jetzt gehört habe, sie wollen halt vor allem der Ausbau von der Supercharger, stehen wir hier in Ulm, der sieht natürlich ganz gut aus, haben aber auch Lücken, hier könnte man noch mehr aufbauen. Ne? Dadurch, dass jetzt jedes Auto 5 Minuten vorher fertig ist, entspannt sich natürlich das auch, wenn jetzt plötzlich immer zu viele wären. Das ist natürlich schon richtig. Also Tesla hat auch ein eigenes Bedürfnis, glaube ich, die Leute wieder hier wegzubringen. Ja, die hint aber auch die Ladeleistung, um das herzubringen, weil viel mehr Stalls kannst du fast bald gar nicht mehr aufbauen. Die Masse von dem Model 3 und von Model S sind ja jetzt schon langsam, an den Stalls wird es ja schon langsam eng. Ja, ja. Und deswegen haben die ja auch eingestellt, dass sie jetzt auch schnell laden können mit 150. Dann haben sie bloß eine Standzeit von 20 bis 25 Minuten. Und dann darfst du da teilweise 80%. Da stehen ja auch Schilder, dass man nicht länger wie 30 Minuten laden soll. Ja, das Schild ist weg, stand hier auch. Das heißt, dass sie mehr Durchsatz machen möchte. Genau, das denke ich auch. Und dass mehr Fahrzeuge an einem gleichen Stalls-Gehalt drauf fahren. Also es ist nicht unbedingt nur für den Endanwender, für uns Fahrer, es ist auch für Tesla und für die Stationen
Optimierung, genau. Ja, genau. Das ist richtig. Und dann noch die Begrenzung, dass man womöglich nur noch bis 80% laden kann, dass man da auch nicht mehr kriegt. Das haben sie auch schon mal gemacht, wenn jetzt zu viel Betrieb ist und solche Geschichten. Also das kann es dann auch noch sein. Gut, jetzt waren wir bei den Pluspunkte. Ne? Jetzt haben wir viele Pluspunkte. Was hast denn du auch an Kritikpunkte? Hast du Kritikpunkte an dem Auto? Was würdest du besser machen? Besser machen, ja. Die schlechte Lackierung bei gewissen Sachen, wo man bei den frühen Modellen, die also 200.000er Finn hin, da war die Lackierung halt doch schlecht an die Scharniere und vorne am Frank oder hinter am Kofferraum die Scharniere und so. Oder die Türseite innen drin schlecht auslackiert. Ja. Das ist jetzt in der heutigen Übergabe, sind die viel besser lackiert, also viel besser durchlackiert. Aber es gibt welche, jetzt hat man jetzt wieder einen gesehen, da war die Tür auf und da hat leicht auch bei dem Midnight Silber leicht die Grundierung durchgeschaut. Also das ist dann schon ein bisschen... Also schon noch ein bisschen Fertigungsmangel. Ja, aber sonst... Hast du auch andere Sachen bemerkt oder würdest du selber sagen? Was Spaltmaße mich, und diese üblichen Sachen? Spaltmaße sind eigentlich recht gut. Also die sind wirklich gut. Also ich habe jetzt letztens einen TT angeschaut, einen Audi. Ich bin nur verschrocken. Solche Spaltmaße, den muss man selber nachstellen. Neben einem Model 3 jetzt. Also da verschrickst du. Ich gucke mir die Autos gar nicht an. Von daher, genau. Der war neben mir gestanden. Ja. Deswegen habe ich das mal angeschaut. Okay. Aber vom Ding her, das Spaltmaß ist soweit ist echt in Ordnung. Weil ich frage nämlich, weil du ja jetzt auch Zubehör bestellt hast, da können wir gleich noch mal drüber reden, und du ja auch zum Beispiel Keramikversiegelung gemacht hast. Ja. Also warst du ja mit dem, so wie das Auto daherkam, nicht zufrieden. Du hast nicht was Besseres dran gemacht. Lackmäßig ist nichts. Also es muss auch mal ein Cut und ein Superfin gemacht war zum Polieren, die Orangehaut glatt gemacht und poliert war und dann versiegelt, dann hat es ja auch einen Wert. Hast du ja sehr früh gemacht, ne? Ja. Bist du damit zufrieden noch? Ja klar, können wir mal ausprobieren nachher. Schau's mal. Ja, und was mich halt so geärgert hat bei jeder Übergabe, dass die in der Innerschale hinten die Nupsis, das sind drei Löcher, wo die Innerschale noch am Rad Innerseite hebt, immer ein Theater machen, dass man es kriegt. Das sind drei Stück auf jeder Seite. In Frankfurt jedes Mal so ein Geschiss. In Stuttgart, die Kiste da, dann kriegst du gleich die sechs Nupsi, die drückst du rein. Beim Ralf haben wir es reingemacht. Es war kein Thema. Kein Thema. Und war eine schöne Übergabe. Und draußen standen aber auf der Wiese keine Teslas, nur noch in der Halle. Weg, aber die Übergabe dieses Mal vom Ralf Geller in Stuttgart war spitze. Wann war das? Super. Oh, das vor sind ein paar Wochen? Vor drei, vier Wochen her. Ja, ich war lange nicht mehr in Stuttgart jetzt. Das war ist das in Ordnung. Besser? Also wir sind nicht mehr auf der Wiese. Nein. Das war mal das Erste. Auch vom Waschen her sind sie jetzt ganz anders. Also da ist sogar noch Politur dran gewesen. An der Seite. Das war ja noch der Kritikpunkt hier vom Owe beim letzten Übergabe, dass da so viel Reste von Blättern drauf war und die sich auch ein bisschen festgefressen hatten. Das ist natürlich fatal, wenn die Autos draußen gelagert werden und keinen Schutz drüber haben. Da hätten sich in auch Frankfurt, so billige Abdeckungen holen können eigentlich. Ne? In Frankfurt, wo man da die Übergabe gemacht hat, da war es noch so, morgens wäre die Übergabe um 9 Uhr gewesen und dann kam er und sagt, das Auto sei nicht da und komischerweise, ich war einen Tag vorher schon dort und hab das Auto gesehen, hab ein Bild gemacht und hab's ihm geschickt. Dein Auto ist da, die Finn, und er steht unter einem Blätterbaum. Oh. Und dann haben wir das Auto erst abends um 17 Uhr gekriegt. Das Auto war aber da. Und dann bei der Abnahme habe ich gesagt, wer hat denn das Auto gewaschen? Ist das aufbereitet? Und dann hat man gesagt, ja. Und dann habe ich den Scheibenwischer geklopft, dann sind die ganzen Blätter und alles sind runtergefallen. Und dann muss ich sagen, den hätte ich eigentlich entlassen. Also so ist für mich keine Aufbereitung von einem Fahrzeug, wo 65.000 Euro kostet. Also da war die schon ein bisschen was anderes. Also ist das denn durchgängig bei den Service, also bei den Übergabecentern noch so? Oder hast du auch jetzt welche gehabt, wo du sagst, nee, da war die Aufbereitung in Ordnung? Also Stuttgart war jetzt, wo ich jetzt vom Ralf gemacht habe, war sehr gut. Die am Anfang war schlecht, weil da war es ja so, die haben ja so viele am Tag, 40 bis 50 rausmachen müssen mit sechs Leuten, das geht einfach nicht. Ja, die waren auch richtig dreckig teilweise. Das geht nicht. Und jetzt haben sie ja mehr Zeit, weil diese Fahrzeuge, die Menge, haben sie nicht und machen jetzt Übergabe für Übergabe. Und du hast eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, prima. Also das war super. In Hamburg oben, die Übergabe, die sind alle spitzenmäßig. Alle. Egal, ist das, wer ist das da oben. Wo der Holger Laudelei auch war? Genau, da war ich auch. Da habe ich ja meinen auch her. Ah ja. Und der Alex auch.
Und die Übergabe der Obersinn einfach, die machen auch am Tag 40 Stück. Das ist überschaubar. Und aber du hast deine Zeit für dein Fahrzeug, du kannst fragen. Also wirklich zuvorkommen, spitze. Frankfurt, muss ich sagen, echt, also das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Da war jetzt schon zum vierten Mal und dann hat man mich sogar versucht, draußen zu lassen. Ich darf da nicht rein. Hat er gesagt, den habe ich bestellt, dass der kommen darf. Und dann habe ich die Übergabe gemacht. Und auch, weil ich bin derjenige, wo dahinter mit den Nupsis rumtut. Wenn Löcher drin sind, gehören auch die Nupsis rein. Verstehe ich gar nicht, was das für Nupsis sind. Der muss uns nachher nochmal zeigen, ja, wo die sind. Ist das nicht das Loch, was man offen lassen muss, damit das Wasser absichert? Nee. Das ist für die Innerschale an der anderen Seite, wo die hinklipst. Und die flattert nachher, bei höherer Geschwindigkeit flattert die halt an der Grundierung hin. Mhm. Und da ist ja nur Grundierung, sonst ist ja nichts. Mhm. Wachs oder so gibt es ja gar nicht. Ja, ich habe es neulich mal gesagt, irgendeiner hat das Teil noch auseinandergeschraubt. Der hat ja richtig Angst, was da alles ist. Ja. Ja, da bin ich mal kurze Frage, nämlich neulich war da vom Andreas Hähnel das Video, nämlich wo der das auseinandergebaut hat und ja, wo die dann gesagt haben, hey, man muss hier Hohlraumversiegelung machen, hat er auch machen lassen und so. Da habe ich mich daran erinnert, dass du dich ja informiert hast. Ja. Wie ist denn dein Stand und was hast du denn eigentlich jetzt gemacht? Ich habe immer noch keine Hohlraumversiegelung. Es erlischt die Betriebserlaubnis, also die Garantie. Ja, so habe ich es eigentlich auch gelesen. Also ja, steht auch eindeutig drin, jegliche Art von Versiegelungen, insbesondere das ist egal, Korrosionsschutz und so weiter, steht ja extra in den Garantiebedingungen. Es ist egal, auch wenn es der Bodyshop macht, wo für Tesla was Arbeiter durchführt, trotzdem, die Hohlraumversiegelung ist tabu. Nix. Okay, weil die Garantie ist ja, wie hast du es genau im Kopf, wie die Garantie jetzt im Moment ist? Wie viele Jahre haben wir da? 12 Jahre Durchrostung von innen nach außen. Ah. Nein, nicht von außen nach innen, weil der Rost kommt jetzt erst von außen, nicht von innen. Hm. Also wir haben jetzt Salzspritzwasser von außen. Ja. Und innen haben wir nur Kondenswasser. Und Kondenswasser ist jetzt salzhaltig. Also ist der Rost weniger wie von außen her. Der Angriff kommt jetzt vom Salz im Winter bei uns, ist mehr von außen. Ist das jetzt gut oder nicht gut? Ha, das ist schlecht. Also, und für die Garantieleistung ist natürlich von innen nach außen. Das also, habe ich wieder nicht gelesen, okay. So das ist halt ein Unterschied. Und 12 Jahre, bloß eine Tauchgrundierung. Also ich verstehe das nicht. Also aber du hast jetzt nichts gemacht. Hast du nichts gemacht. Du hast nur diese Versiegelung gemacht, die hoffentlich nicht dazu zählt, oder? Nein. Das weiß man nicht, okay. Ja. Hm. Sonst habe ich da nichts. Aber es ist auf jeden Fall kritisch, wenn man was an einem Auto macht, kann es sein, dass die normale Garantie dann da erlischt an der Stelle. Und immer wenn was ist, hat man natürlich dann der Ärger. Ja, aber so wie es beim Händel war, sagt er ja auch, es dient ja zur Verbesserung vom Fahrzeug, zur Langlebigkeit, wenn man dieses macht. Also deswegen verstehe ich das nicht. Es ist ein Materialeinsatz von 25 Euro. Das sind zwei Dosen vielleicht. Weil es ist nicht viel, es sind nur die Radläufe hinten und vorne und einmal ein Rahmen. Sonst haben wir nichts. Weil der größte Teil ist hinter, die Knautschzone und vorne ist Alu. Das Trägergestell A, B-Säule und C-Säule, das ist ein Teil und den Rahmen, das ist Stahl. Und hinter der Querträger ist Alu und obendrauf ist ein verzinktes Blech, wo geklebt und genietet ist. Hm. Zur Aussteifung. Weil als Aufprallschutz hinten den Alurahmen. Weil du hast ja durch die Verformung hast du mehr Energie erzeugt. Ja gut, man muss wissen, wo jetzt wirklich kritische Stellen wären. Und da muss man sich überlegen, ob man was macht hat oder. Ja. Weil du hast ja unterhalb vom Schweller ist halt bloß eine Plastikabdeckung. Also du hast schon ein paar Kritikpunkte. Hm? Ja, aber... Frage nämlich jetzt noch, nächster Punkt, du hast auch Sachen noch im Kofferraum liegen, habe ich gesehen. Ja, das ist ein Trunklift. Ja, der automatische Kofferraumheber, ne? Den gibt es nämlich nicht. Ich habe das auch für einen Frank und für einen Trank, habe ich es jetzt schon gesehen, irgendwo in Videos. Du hast jetzt hinten. Was kann das Teil nachher? Elektrisch mit der App oder mit der Steuerung hier. Oder... hinten mit dem Fußsensor oder mit einem Drückschalter automatisch auf und zu. Du hast aber noch nichts montiert. Nein, das ist dann hab's zuerst bekommen. Das zwei gucken Stück. Wir uns dann nochmal an, wenn es montiert ist. Ja. Was hat das Ding gekostet? 720 und dann kommt der Fußsensor noch dazu. Ah ja, den muss man montieren. Okay, das andere muss man halt nur richtig anschließen, dass das dann mit den Öffnungen... Man muss halt zur Batterie vor. Das ist das ist aber 12-Volt-Batterie. Ja, das ist nicht so tragisch. Hinten weil ist nämlich keine 12-Volt-Buchse mehr, ne? Nein. Im Kofferraum. Nein. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die letzte ist. Hier ist mit 5 Volt. 12 Volt wäre hier. Die wäre hier drinnen.
Ja, aber du musst von vorne her absichern. Okay, musst halt von vorne irgendwie eine Leitung ziehen. Aber das werden ja die schon mal gemacht haben und wir wissen, wo sie lang kommen. Ja, so schwer ist das eigentlich. Man muss halt, gerade beim Händel war es ja so, wenn du jetzt siehst, wie der es ausbaut hat. Hat ja gesagt, 2,5 Stunden oder 2 Stunden. Da kannst du alles verlegen. Also wenn du das rausmachst, dann siehst du auch Sachen. Also da ziehst du dann gleich 10 Kabel rein. Leere rein. Ja, genau. Nee, das funktioniert noch schon. Das ist das Problem nicht. Aber ich dachte eigentlich, die Preisklasse wie gerade Tesla, jedes andere billige Fahrzeug hat so einen Öffner dran. Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört, dass sie da eine Funktion weggelassen haben. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was es, wenn sie es selber gebaut hätten, wären wieder 1000 Euro gewesen. In Gesamtpreis ist das natürlich nicht so viel. Ja. Ich hatte ja auch erwartet, dass sie andere Funktionen weglassen. Wirklich Funktionen, die mir auch, wo ich gesagt hätte, hey, wenn die nicht drin sind, dann habe ich echt ein Problem. Zum Beispiel der Burndown da, ja, beim Fahren oder solche, ja, Sachen. Also dass sie sowas nicht anzeigen. Jetzt ist ja nur darauf hinausgelaufen, dass sie halt bei der Range nur eine Art von Range anzeigen. Ne? Ja. Das beim Model S und X gibt es 2 verschiedene, genormte und eine typische. Ne? Das, ja. Aber das bringt mir jetzt nichts, das ist eh die bessere. Und ich habe es also auch gehört, hier bei dem Standard Range Plus kriegst du ja in dem Navi die Satellitenview nicht. Ja, weiß, es sind aber auch, ja, keine Teppich dabei. Genau, das ist natürlich... Die Teppich muss ich auch extra kaufen. Weißt du, da denkst du ja auch, was lasse ich bei einem Auto weg? Da lasse ich eine Sache für 30 Euro weg. Also da frage ich mich natürlich schon, was das soll. Die kosten 150 Euro. Ja, aber... Die Kabel sind auch nicht dabei. Ja, die Dosen, Kabel, die kriegt doch keiner. Ich weiß auch nicht, wo man die Kabel hält. Ich hätte nämlich gerne ein zweites iPhone-Kabel. Das kriegst du im Service Center. Ja, aber das ist 15 Euro. Ja, was soll das, ne? Also das frage ich mich dann schon. Das weiß ich schon. Weil wenn ich jetzt irgendwas will, dann ist es ja tatsächlich so eine Funktion, wie sie am Anfang auch gedacht haben, der ganze Sitz ist nicht elektrisch verstellbar. Das, ja, ist dann ja wirklich eine Änderung. Oder wir haben kein Glasdach mehr, ja, oder irgend, ja, sowas. Aber das haben wir ja alles. Ne? Es ist auch so, dass eigentlich nur Softwarelimitierungen da sind. Oder halt so Kabelzeugs. Ja. Ne? Aber okay, was ist hinten im Kofferraum? Irgendeine Abdeckung ist da auch nicht dabei oder was? Ich weiß es nicht. Hast du da auch irgendwas gehört? Die Abdeckung ist schon... Die sind dabei. Die Abdeckungen sind jetzt Klemmense. Also die, wo vorher, wo wir jetzt sind, die geht automatisch rein. Aber die andere musst du jetzt reindrücken. Also irgendwas hat sich von der Maße geändert. Irgendwas. Und was ich auch gehört habe, die Ladekabel sind kürzer geworden. 5 Meter, 4,50 Meter. Kannst du nicht mehr ans Auto vorbeilegen, ne? Wenn du vorne einsteckst. Das geht gar nicht. Das konnte ich mit dem 7 Meter, kann ich das nämlich. Ja, das geht gar nicht mehr. Meine Ladestation parke ich nämlich doch vorwärts rein. Habe keine Lust mehr, rückwärts reinzupacken. Einige haben sogar UMC bekommen mit dreiphasig, weil die... fürs Model 3, die zweiphasige nicht lieferbar war. Ja, okay. Und einige, die dreiphasige bekommen, das war auch ein schönes Gadget, also das ist prima. Okay. Ja. Hast du aber ein ein Standard Range Plus auch schon übernommen, oder? Ja. Genau. Aber jetzt, also die Teppiche sind nicht drin, die Kabel, sind nicht drin. Fürs iPhone oder fürs Android sind nicht drin, die beiden. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, der vordere Teppich eventuell. Vorne, der im, ja, Frunk, ja, ist auch nicht drin. Ja, das sind alles so Trivialteile. Ne? Aber den hat er noch so kostenlos noch dazu bekommen. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob das verifiziert hast, also man kann die Satellitenview nicht einschalten, aber die Staus werden auch nicht angezeigt, aber sie werden berücksichtigt bei der Navigation. Ja. Das ist ja auch wirre Geschichte eigentlich, ja, aber okay. Also Satellitenview, auf die könnt ihr auch verzichten. Der Stau hätte ich natürlich schon gern angezeigt. Wenn er ihn berücksichtigt, ist zwar schön, aber du bist dann irritiert, warum ich jetzt einen anderen Weg fahren soll, obwohl ich auf der Karte nichts sehe. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen, ich hoffe, das wird nochmal verbessert. Der Internetbrowser ist nicht dabei. Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt gehört. Also der Internetbrowser hat er nicht. Den da, ja. Webbrowser. Ich weiß aber nicht, ob noch irgendwas anderes fehlt. Aber den Webbrowser brauchen wir doch. Er braucht ihn doch, weil er kriegt doch genauso Updates. Und über das LTE wird er ja angestellt. Du kriegst bloß das Ding nicht mehr, die Anzeige. Das hast du halt nicht. Das war nämlich am Anfang auch nicht drin. In den ersten Versionen war das... Das weiß ich nicht. Also das habe ich jetzt mein Stand. Aber ich weiß nicht, ob du noch was anderes weißt von dem Standard Range Plus. Das weiß ich nicht. Weil es ist eigentlich so, soweit ich es jetzt verstanden habe, es sind entweder Sachen, die man dazu kaufen kann, oder es sind reine Softwaregeschichten. Ansonsten ist das Auto komplett gleich. Ja. Du hast das Glasdach drin, du hast die erste Stellung hier, du hast alles. Die erste Generation war ja so, dass sie die Akku limitiert sind. Und dann sind ja die Umbautwaren mit dem kleineren Akku. Jetzt haben sie wirklich 55, einen kleineren Akku? 55, okay. Brutto. Und der wird noch mit dem Plus, hat 55 und der andere hat 50. Gut, die Frage ist, ob man den Akku auch tauschen kann oder aufrüsten kann. Da weiß ich noch nicht, ob es da auch Möglichkeit das glaube ich nicht. Da sind sie ja schon beim... Jack Richards, da haben sie ja so einen Akku mal aufgemacht, das sind ja 3 Akkubänke.
große. Mhm. Und die hinter mit dem speziellen Kühlsystem. Okay. Das sind keine Package, so 18 Stück. Pakete mit 24 Volt, das ist ein bisschen anders bei denen außer 20700. Weißt du, was das für eine Kapazität hat, das Standard Range Plus? Ist das der 50er oder 60er? 50, 55? 55. 55, irgendwas. Steht in den Papieren drin 55 oder 54? 55, okay, ja, das könnte hinkommen. Ja, okay, also jetzt machen sie keine Software-Limitierung mehr, meinst du? Das ist jetzt richtig real verbaut. Okay, die, das jetzt kommen, ist dann natürlich schade, okay, da kann man nichts aufrüsten. Alles andere kann man scheinbar dann ja doch noch später nachkaufen, wenn man doch. Und wir haben ja jetzt eine kleine Kondition-Kit, wo der Heckantrieb mit langer Reichweite. Ist jetzt auch wieder rausgeschmissen. Das ist jetzt auch weg, das ist ja eine kurze Serie gewesen und jetzt kriegst du den ja eigentlich gar nicht mehr. Wobei, es gibt zwei Unterschiede noch, habe ich vorhin schon gesagt, weiß aber nicht, was geht. Man sieht was im Konfigurator, das kann man natürlich auf jeden Fall bestellen, auch die Farbkombinationen und so weiter. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, teilweise anzurufen in einem Service Center bzw. in einem Shop oder auch hinzugehen und dann die Konfiguration, die man schon gemacht hat, in zur irgendeiner Form noch anzupassen. Und da ging bis vor kurzem ging es auch noch, dass man dann auf nur Heckantrieb umschalten konnte. Ja. Und jetzt ist das auch mit Anhängerkupplung. Die kann man auswählen. Ne? Ja, und da war aber auch ein kleines Fenster. Jetzt wäre es die, wo viele bestellt haben, haben ja keine Anhängerkupplung bestellt, weil es ja noch nicht verfügbar war. Genau. Die meisten hinter SMS oder einen Anruf bekommen, ob sie die Anhängerkupplung noch als Obolus dazu haben möchten, weil die Produktion schon mit denen dazu aussatz war. Weil nachrüsten geht bisher nicht, ne? Ja, also nicht aber, die Original. Ja, aber das kann ich trotzdem. Müsste ja eigentlich gehen, aber weiß nicht, ob es schon jemand sich angeguckt hat. Ich kenne nur die Umbauten hier der von Electric, Wave und so, ja, aber das hat, andere. Ja, aber der hat es ja auch. Das ist gar kein Problem mit, auch wenn man nachher ein Fahrzeug hat, Long Range, also mit Allrad, Fahrzeugbrief und kann man wahrscheinlich locker eintragen beim TÜV. Aber es müsste ja auch die Aussparung überhaupt vorhanden sein. Ich weiß nicht, ob die da. Die Aussparung muss ich machen. Ob das irgendwie schon vorgestanzt ist oder ob man da was sieht. Das war ja mein allerersten Prototypen, hatte man ja mal sowas gesehen. Ja. Aber muss man sich mal angucken. Jetzt müssen wir mal einen neueren angucken, der keine Anhängerkupplung hat, ob er schon eine Aussparung hat. Ne? Der Dave hat ja auch den Dachträger. Den Dachträger ist ja original. Ja, aber den hast du ja gar nicht gekriegt. Nee, der war ausverkauft. Aber du kriegst ihn über Holland. In Deutschland kannst du nicht bestellen und in Amerika auch nicht. Also weder Anhängerkupplung noch Dachträger interessiert mich. Anhängerkupplung würde mich interessieren wegen einem Fahrradträger zum Beispiel. Ne? Ja, Ab und zu habe ich mal ein Fahrrad zu transportieren. Oder hat er mal ein Fahrrad zu transportieren, jetzt ist es eigentlich auch nicht mehr so. Das ist schon eine Option, wo ich mal manchmal mir vorstellen könnte. Ja, aber da brauchst du ja keine Zulassung für Anhängelast. Ich habe ja keine Anhängerkupplung. Ja, aber wenn eine anbaust, brauchst du es ja nicht. Die kannst du für Fahrradträger, das geht auch beim Ioniq, das ohne Probleme. Ja, genau. Bloß Zuglast, ja auch, Anhängerlast, genau, das ist das Problem. Das von Dave, das Teil war ja eigentlich nur für Fahrradträger. Gut, kann man auch aufs Dachträger natürlich legen, ein Fahrrad zur Not oder so einen Ständer drauf bauen. Ja. Ne? Ja. Gut, Frage an dich. Würdest du den Model Y eigentlich, wäre das ein interessantes Auto für dich? Interessant schon. Ich meine, im Gegensatz jetzt zum Model 3 ist es ja vor allem ein bisschen höher, ein bisschen mehr Kofferraum. Sonst ist es ja sehr, sehr ähnlich, vermutlich. Ich hoffe, dass es ähnlich ist. Ich vermute aber, dass jetzt die B-Säule ein bisschen wahrscheinlich nach hinten rutscht. Ja, irgendwas müssen sie machen, genau. Ich vermute, wegen dem Einsteiger, jetzt, wenn du siehst, hier an der Seite, hast du ja deine, bei deinem Einstieg, bei größeren Leuten, kommst du immer an die Armlehne an der Seite hin. Ja, ja. Und ich vermute, dass ich die wahrscheinlich so 7 cm oder sowas nach hinten versetze und dass dann die Luke ändert, weil er ja oben ein bisschen länger ausläuft. Ja, es hat ja auch ein komplettes Glasdach, das ist auch nicht mehr da drin im Mittelholm, den man hier jetzt ja sieht, den sieht man auch, glaube ich. Also ich finde auch, das Model Y ist ein interessantes Auto, aber wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch eineinhalb, zwei Jahre drauf warten müssen. Ich glaube nicht, dass das so lange dauert, weil wenn jetzt die Deutschen jetzt irgendwann nochmal in die Puschen vielleicht kommen, mit ihren ID. Autos, dass wenn bei Tesla jetzt die Absatzzahl ein bisschen rückwärtig wird, müssen gewisse Sachen vorausgezogen werden, dass die Absatz immer noch stimmt. Aber er muss es halt hinkriegen, ne? Das ist die Frage. Also Elon hat ja schon immer Elon-Time und das ist ja bei uns immer schon, wir wissen schon fast das Doppelte teilweise, ne? Da bist du ja eh schon frustriert. Wäre schön, wenn sie das Teil vorher bringen würden. Ich glaube, als nächstes kommt meiner Meinung nach erstmal diese Facelift-Geschichten da vom S- und vom X-Modell. Ja, das auf jeden Fall. Und was September. Ich da
gesehen habe, war, sah nach Head-Up-Display auch aus. Also auf jeden Fall Querdisplay. Ja. Wie hier im Model 3, ein bisschen größer wahrscheinlich. Und dann aber irgendwas mit Head-Up-Display scheinbar. War jetzt, also es war vom Electrek, ja. Ne? Vom Frederick, der hat das ja so ein bisschen promoted. Man hat offiziell nichts gehört von Head-Up-Display bisher, ne? Sind da jetzt eigentlich die neue Motorgeneration jetzt auch schon drin? Das, was Model 3 hat, die größere Version, die sind dann auch schon dabei? Synchron und asynchron. Oder sind die schon vorher drin? Weil der Uwe hat ja jetzt so bestellt, ist da jetzt die alte Motorgeneration oder ist da die neue? Weil das große Facelift, Innerfacelift, ist erst ab September. Nee, also das habe ich nicht weiter verfolgt, ob sie da schon jetzt direkt was gemacht haben. Kann natürlich auch sein. Aber diese Varianten von S und X, die war ja so komisch, auch da ständige Änderungen, habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, muss ich sagen. Weil mich es auch nicht interessiert hat. Also S und X interessieren mich im Moment gar nicht. Werde es mir aber nochmal angucken, wenn jetzt wirklich eine richtige Änderung drin ist irgendwie. Dann ist das Auto vielleicht nochmal interessant. Im Moment ist tatsächlich das Model 3 eigentlich das Spitzenmodell. Du hast wahrscheinlich auch eingeschaltet, alle zwei Wochen Update, ne? Ja. Wir haben ja jetzt bei uns in Heidenheim, auch im Verein, haben wir jetzt 3, 4 Model 3. Und da ist man ja genügend mit beschäftigt. Nutzt du das neueste Update, das Rennspiel? Ich habe es mal ausprobiert. Am Sonntag habe ich es ausprobiert im Krankenhaus oben. Da haben wir die Leitblätter angeguckt, warum das Lenkrad, dass die Räder vorne so nehmen sie guckt, dass sie. Aber bewegen sich ja nur ein bisschen. Ja. Ne? Ah, nein, die schlagen so schon zu. Echt? Ich muss mal filmen. Ich habe es von außen noch gar nicht gefilmt, weil. Der spinnt jetzt. Einige haben ja gesagt, das Video von Tesla, das wäre übertrieben. Ich habe es auch immer jetzt so hingeschrieben, weil da sagen ja dann alle, hier, was macht ihr da? Ich habe auch schon gehört, in irgendeinem Shop darfst du es nur noch mit Tastatur spielen, nicht mal mit Lenkrad. Es gibt aber auch Fernbedienung. Ja, genau. Aber kein Lenkradfernbedienung, das ist ja auch blödsinnig. Nee. Aber daran hat man auch jetzt gemerkt, wie sehr doch auch Tesla, sagen wir mal, ein richtiges Auto ist. Es ist nicht bloß eine Spielekonsole, also da ist das Lenkrad halt doch mit den Reifen verbunden. Ne? Ja. Und das kannst du scheinbar nicht komplett abklemmen. Und auch die Aussage, dass du nur die Bremse bedienen darfst und nicht das Gaspedal. Ne? Ja, deswegen war ich ganz erstaunt von den Porsche-Leuten, wo mir gesagt haben, wir haben da Spiele drin, vor Langeweile. Ach, das gibt es bei uns nicht. Ja, Porsche das ist, getroffen. Ja. Das ist. Reden wir noch über Porsche, genau. Ja, weil. Taycan. Das war schon ein bisschen enttäuschend für die Kerle. Hängt hier geladen an EnBW-Säule, gell? Ja. Und es geht nicht. Wie viel standen da? Sechs Porsche, glaube ich, in der Hochzeit? Sieben, fast, ne? Ja, wir haben da 4 EnBW-Lader hier in Ulm-Seligweiler neben dem Supercharger. Ja. Und die sind da auf Durchreise gewesen. Was hatten sie da? Die sind von Italien rauf. Oder Italien. Und wollten jetzt hier laden mit ihren tollen Taycans. Und erstmal haben sie es, glaube ich, gar nicht richtig in Gang gekriegt. Ja, irgendwie. Also. Und der Super-GAU war was? Die haben angerufen und haben gefragt, die soll die Säule freischalten. Es tät nur eine funktionieren, die zweite funktioniert nicht. Da kann man nur mit einer doppelte einfach laden. Das war ja. Und das hat auch die Hotline so bestätigt. Ja, also die Säule hat 2 Kabel dran, es gibt 2 Stellplätze davor. Aber man kann praktisch nur mit einem auf einmal benutzen. Der andere wird dann nicht gehen. Also haben sie es bei denen auch jetzt die Porsche-Leute gesehen. Und dann mussten sie immer warten, bis der eine fertig ist. Und dann den anderen Laden, die standen da, glaube ich, ganz schöne Zeit. Gerade dann, der letzte weggefahren. Dann war ja das Gespräch. Ich komme ja vom Ioniq. Wir sind ja andere Elektroauto vorher gefahren. Wir haben Ladekarte. Wir kennen uns aus. Ja? Jetzt kommt jemand mit einem Porsche. Jetzt funktioniert es nicht. Der weiß nicht, wie das funktioniert. Er kriegt zwar von Porsche Allzweck-Ladekarte fürs Ladenetz, aber dann hat er zu ihm gesagt, ich habe da gar kein Problem. Gucken Sie mal dann um. Dann hat er gesagt, das sind die Supercharger. Ich fahre los, ohne nachzudenken. Mhm. Und beim Porsche, jetzt muss ich schon schauen, welche Karte, funktioniert es oder geht es nicht. Das war dann schon enttäuschend. Also. Haben die sich eigentlich für einen Tesla interessiert? So? Ach schon, ein bisschen. Der eine, der kennt das Model 3 schon. Das ist halt so effizientes Auto, oder so schnell ist schon. Ich meine, die anderen waren gleich hinterher, dass man nicht ihr Cockpit filmt. Ja, da haben sie gleich Abdeckungen drauf gemacht und so. Ja, man sollte es filmen, oder? Was deckt ihr da ab? Was soll denn da jetzt Besonderes sein? Die haben, glaube ich, mehr im Spaß gesagt. Bei uns ist alles toller und viel besser. Okay. Ich muss sagen, ich war kurz vorher noch in Nersinge beim Fastnet. Wollte eigentlich Ladegeschwindigkeit testen, konnte ich nicht, weil da 2 Polestar aus Schweden von Volvo standen. Keine Typenschilder dran, aber die haben bereitwillig mir Auskunft gegeben. Haben auch gemeint, man darf nicht so viel gucken. Hab ein bisschen mal reingefilmt, da war auch, sah eigentlich aus wie ein Model S sozusagen drinnen mit Display und so Zeugs. Das Auto selber sah eher aus wie ein Jaguar I-Pace, so ungefähr. Oben vor einem riesigen Güllergrill wieder, wo du denkst, wozu? Ne? Und so, sah ganz schnittig aus, so, aber war auch komplett in Schwarz.
hatten auch ein bisschen Ladeprobleme, haben gemeint, sie müssen noch eine halbe Stunde da stehen, deshalb konnte ich nicht drauf warten. Aber sie sind hier alle jetzt gerade am Testen und zwar auf, wie gesagt, Fastnet, jetzt hier die versuchten die HPC EMBW. Und dann natürlich Ionity und so weiter. Also die was, sind jetzt was, drauf wir hier, was wir hier nicht sehen, ist VWs. Ja. Weil das die hier einfach nicht sind. Ne? Ich sehe, e-trons habe ich hier schon getroffen. EQC haben wir natürlich in Stuttgarter Raum, hast du auch schon öfters, glaube ich, gesehen. Ne? Wie gesagt, jetzt die Porsche hat man vorher auch schon gesehen. Aber so viel wie heute, das Puster war jetzt... Der Puster war jetzt was Besonderes, muss man zugeben. Okay, das hätte ich nicht gewusst, aber die sind alle auf Testfahrten jetzt. Aber ich schätze mal, der Polestar 2, der wird eine Konkurrenz zu Tesla werden. Weil das Fahrzeug, das geht ja auf eine ganz andere Plattform. Ja, ich weiß die nicht. Die haben eine ganz andere Plattform, also auch vom Preis her. Ich hoffe es einfach, weil Volvo da auch ein bisschen ja Vorreiter war, haben später wieder zurückgerudert mit ihren Hybriden, das war nicht so ganz das Ding, aber jetzt, wenn sie jetzt doch mit was wenn kommen. Wenn sie mit dem durchsteuert. Und das Auto funktioniert. Das wird vor allem, was mich halt jetzt im Vergleich zu den beiden Testautos, wenn wir hier den Taycan gesehen haben und dort den Polestar und die hatten keine Abdeckung auf ihren Autos drauf. Da konntest du reingucken, aber die wollten auch nicht so, dass jetzt alles gleich, aber die hatten jetzt da nicht so das Problem damit. Ich sage ja immer, das Model 3 sieht genauso aus, wie es in der allerersten Vorstellung war. Es wird nie abgedeckt, so ungefähr. Ne? Es war immer nur die Frage mit dem Ladeanschluss. Ein paar solche Sachen hat man halt noch. Ja. Ja. Mal schauen. Also, ich bin jetzt nicht so der Porsche-Fahrer, sagen wir mal so. Ich habe dann so lapidar zu den Kollegen gesagt, hier, der Model 3 sieht doch eigentlich aus wie ein kleiner Porsche. Haben die gesagt, kann ja gar nicht sein. Dann haben sie es angeguckt. Oh, tatsächlich. Nee, du standst falsch rum. Sie können es nicht direkt vergleichen. Ja. Und sie haben halt auch eindeutig gelbe Bremssättel, das muss man ja zugeben, keine roten. Ne? Ja, aber das... aber ansonsten, ich weiß es nicht, also es ist vom Design her ist es schon... Also die Porsche, die 6 oder 7, wo jetzt da war, das sind drei unterschiedliche. Ja. Das hat man an den Bremssättel gesehen, die eine war ganz standard normal, dann waren es Hochleistungsbremssättel, das waren die roten, und dann waren es die gelben noch, und das sind auch andere Bremssättel. Das sind Bremsscheiben mit 380 mm schätzungsweise Durchmesser. Also ja, aber das Auto soll ja gar nicht die brachiale Leistung haben, ne? So wirklich, so richtig. Ja eigentlich also der eine haben. Hat ja jetzt mit 320 oder 340 km/h. Ja, aber ich meine so vom Fahren her. Ne? Ja. Er kann 10-mal beschleunigen halt, aber dann ist Ende. Und die Maximalgeschwindigkeit ist ja auch nicht so der Superhit. Und saugen wird er wahrscheinlich auch dann einen ganz schönen Verbrauch haben. Es ist ja nicht das Spitzenmodell bei Porsche. Der 911 ist weiterhin das Spitzenmodell. Das ist noch nicht so, dass sie auf dem elektrischen jetzt wirklich einen Porsche bauen, der alle anderen in den Schatten stellt. Das wollen sie, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin so gespannt, wenn der kommt, was der für Leistung oder Daten hat. Aber es ist witzig wie bisher. Wir haben das, glaube ich, nicht gefilmt, weil wir die Kollegen auch nicht ärgern wollten. Die hatten aufgeklebte Scheinwerfer da dran. wie bescheuert bin ich denn? Um das nicht zu zeigen. Ich glaube, hinten hast du noch Auspuffrohre dran, ne? Das sind, nicht ja, das ich sind Blender angeschraubt. Ja. Also das ist, merkt man schon, was ist denn da los? Also ich würde da so ein Auto zeigen und präsentieren und was nicht, aber es ist halt so immer schon gewesen. Tarnen bis zum Schluss und was haben sie gesagt? IAA wird's ausgestellt, da ist dann fertig. Also die Heckleuchte ist eine schmale Leuchte. Ja, alles so wie beim Polestar, eine schmale Rundumleuchte. Und vorne ist auch nur ein schmales Segment so ungefähr. Nicht das große Bullauge, das ist... Aber es Leberle. Ist tatsächlich die Frage, die Autos, die wir hier nicht zum Test sehen, ein ID, ob das nicht das nächste Auto ist, was wirklich Tesla, nämlich ein Model 3, Konkurrenz macht und wo wirklich auch ein Durchbruch passiert. Weil wie viele Leute fahren Golf? Ne? Wie viele Leute würden das dort bestellen? Sie haben ja scheinbar auch ziemlich viel Vorbestellungen jetzt und Reservierungen. Also das Auto und auch ich, wer hat es jetzt getestet? Ein paar haben es ja getestet und plötzlich sagen die so, das ist übrigens größer als ein Golf und höher und was das nicht. Man sieht das immer auf den Fotos, denkst du, es ist ein kleines, kompaktes Auto. Ist gar nicht. Aber das ist das Mini-SUV, ne? Das ist so Kona e-Niro-Teil. Ja. Aber man hat ja vom Model 3 auch gemeint, das ist klein. Aber wenn jetzt hier der Innenraum anschaut, der ist ja riesengroß. Aber stell dir vor, wir warten auf das Auto, wo man hinten in den Kofferraum wieder den Kühlschrank reinschieben kann. Und womöglich kann man das in dem ID sogar schon. Das weiß ich nicht, wie groß der schon ist. Es ist natürlich kein Passat, klar. Ja. Aber es ist gar nicht so klein, wie man denkt. Und deshalb, wenn die jetzt nicht irgendwas komplett falsch machen, man kann noch einiges falsch machen, wird das der Hit. Ja, ich würde es VW gönnen, trotz dass sie beschissen sind. Aber andererseits muss ich sagen, es wird ein Problem geben, wenn es
die Akkus nicht bekommen. Richtig. Wenn das wird Ding das nächste Problem sein. Jetzt ist ja von Ulm die... Oh, das Forschungszentrum. Ist nicht mehr in Ulm. Wahnsinn. Oder das oder ist so traurig für uns. Also, ne? Ist die Frage, ob man es andersweitig gefördert kriegt. Also für Baden-Württemberg ist das traurig. Ich habe heute noch mal die letzte Meldung dazu gehört. Hieß so, nein, ihr wart gar nicht vorne dran. Stimmt überhaupt nicht. Ihr seid bloß zweite Wahl. Die Kollegin da, die das verantwortet, die... Wie heißt sie? Also ich bin schon enttäuscht. Ich habe mich so gefreut, dass das... Bundeswehr hatte gar nichts mit ihrem Wahlkampf und ihrem Wahlkreis da zu tun. Nee, keine Ahnung, aber ob es an sowas hängt, ist natürlich die Frage. Also Batterieforschung in Ulm. Das wär schon was gewesen. Wo wir ja die Batteriefertigung brauchen, ne? Eigentlich. Das ist weil ja Next Step noch. Das Thema mit Batterie... Ja, daran hängt es. Die Zellerbau hier, Fabrik, da war der Tesla noch ab. Mit der Gigafaktor 2. Also in Deutschland ganz sicher. Ja, aber ich schätze, er richtet sich nach dem Punkt, wo die jetzt ihre hinsetzen. Weil gewisse Rohstoffe müssen ja irgendwo herkommen. Ja, da ist noch abzuwarten, so ein bisschen, was jetzt Tesla mit Maxwell macht, den sie ja gekauft haben. Und auch mit diesen Entwicklungen, die sie ja scheinbar noch irgendwie im Hintergrund haben. Da habe ich mit dem Ingenieur. Ja, benutzen, was hat er gesagt? Ne? Wo Porsche gefahren sind, sind ja alle Ingenieure. Ja. Und der eine hat so gesagt, wo ich gesagt habe, mit Maxwell, wenn da jetzt die Zelle kommt, sagt er, ja, dann kommt da was ganz Gewaltiges auf uns zu. Ja, weil die schnell laden können, bis zu 500 kW. Ja, mit der bisherigen Spannung, mit den 400 Volt, oder muss Tesla dann auch was anderes machen? Ich hatte mit dem anderen Kollegen, der war ein bisschen mehr mit dem Elektrotechnik-Zeugs da gewandert. Ja, der hat da nicht mehr rausgelassen. Der weiß, diskutiert kurz. Weil das wird so eine Mischbatterie, weil wir teils 50% so und 50% so. Die eine ist eine Hochleistungsbatterie und die andere ist auf Langstrecke. Ja. Weg im Lader. Ja, also. Was ja scheinbar möglich war hier an den Superchargern, ist ja den Strom zu erhöhen. Aber die Spannung, da bleiben sie ja unterhalb von den 400 Volt im Moment. Ich weiß es nicht, ob sie da auch ein bisschen mehr können oder ob sie dann komplett umrüsten müssten, ob das dann Ende ist. Also das ist nicht mehr kompatibel. Weil mich wundert es ja hier, dass der Porsche jetzt mit seiner 800 Volt Technik an diesen Säulen laden kann, ne? Wobei wir natürlich uns fragen, wo ist denn die Säule nachher, die wirklich die 800 Volt wirklich kann? Weil da haben sie jetzt ja nicht mit 800 Volt geladen, das muss man schon deutlich sagen. Die wird doch entladen. Und welche Technik ist das dann? Das ist ein alter VW. Das heißt, ist nicht alt der VW, aber... alte Technik. Nee. Ja, das wird man dann sehen, okay. Aber VW sieht man hier halt nicht. Also VW habe ich noch nie in freier Wildbahn. Es wäre schön, wenn wir die IDs auf die Straße bringen und die wäre verfügbar für 25.000 bis 30.000. Preis. Ja. Und dann sieht es aber für den Sion schon wieder schlecht aus. Oh, der Sion. Jetzt kommen wir auf den Sion. Ja, der Sion. Ja. Das ist ein Sorgenkind. Also das Geld kriegt man erst zurück, wenn du den richtigen Preis, also den richtigen Kaufvertrag angeboten kriegst, den kannst du dann ablehnen und dann kriegst du das Geld zurück. Ja, aber es geht schon Möglichkeit vorher, weil die sind ja vorausgesagt, Auslieferung wäre Q2 2019. Genau. So, und wenn sie es verschieben, ist eine Änderung von diesem. Also kannst du auf dich berufen. Mhm. Die Aussage war so und jetzt ist ein Jahr später. Also nach was soll man sich dann halten? Also, trägst du nochmal nach oder lässt du das jetzt immer auf sich beruhen im Moment? Das läuft gerade. Also ich bin da jetzt gute Dinge, weil ich... Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich war einer von der Ersten und war ja so begeistert von dem Fahrzeug. Und jetzt bin ich wirklich ein bisschen arg enttäuscht. Erstens, warum? Sie sagen ja immer, sie sind transparent. Warum sagen sie nicht, wer der Zellerhersteller ist? Der Batteriekernbau ist Erling Klinger. Das wissen wir. Aber welche Zelle, wo da drin ist? Das wissen wir nicht. Welche? Und warum bloß 2 Jahre Garantie? Warum 2 Jahre Garantie? Alle Hersteller, egal wer, auch VW, 7 Jahre oder 8 Jahre auf der Antrieb oder 160 oder 190.000 Kilometer. Ja, ich verstehe das nicht. Das sind Sicherheiten. Und andererseits ist es so, wo fahre ich hin, wenn der Sion mal eine Kleinigkeit hat? Ja, das kann jede Werkstatt machen. Ja. Die haben eine Bauanleitung im Internet. Ja, gut. Idee? Wieso noch? Ja, du hast ja Garantie 2 Jahre. Ja, wer zahlt es dann? Wie geht die Verrechnung?
Da, es das, weiß niemand, wie was geht. Auch so. Was, vielleicht ist das deshalb auch so, lieber geringere Garantie auf die Hauptteile, wenn die bis dahin kaputt gehen, okay, wenn sie ersetzt, aber danach musst du tatsächlich über diese Werkstätten laufen und es ist dann... Ja, welche Werkstätten? Ja, jede beliebige. Sie meinen ja, es werden sich Werkstätten darauf spezialisieren. Ja, aber, oder die werden aber das muss ja jetzt schon machen. Und dann werden das können. Ja, aber du musst ja, ja jetzt schon irgendwie ein kleiner Service-Paket auspacken. Wollten Sie da nicht mit Bosch was machen? Mit Bosch wollte Sie ja, was machen, aber das, machen, aber ne? das so sind jetzt... Direktservice. Ja, aber da sind jetzt andere schon drin, mhm. die mit E-Fahrzeugen ja. zu Bosch gehen. Also ich bin auch ein bisschen irritiert, aber eher mit der Größe von der Batterie. Oh, ich muss einen trinken. Nee, also die Größe von der Batterie noch zeitgemäß ist, das ist eher so. Also ich habe gedacht, eigentlich für den Preis müsste der 45 drin sein, dass er jetzt die 300 Kilometer schafft. Dann wäre es jetzt eigentlich... Und dann, damals, war das, und dann, damals war das aktuell, aber ja, jetzt ist das nicht mehr aktuell. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber so wie Sie sagen, der Akkublock, der 45 könnte auch machen. Also der da reinpassen. Aber es ist halt ja, so. Gut, dann werden sie es vielleicht anbieten als Aufpreis. Ja, wenn ich überlege, dass eine Miete 149 Euro kostet für ja. den Akku und muss das Fahrzeug kaufen für 16, dann kann ich mir eine Renault Zoe für 99 kaufen. Ja, und kaum 49 kostet der Akku, dann habe ich das gleiche Geld für den Akku auch. Also, und ich habe keine 60.000 Euro Ausgaben. Die Frage ist tatsächlich, die Innovationen, die in dem Auto drin sind, ist das jetzt noch das Alleinstellungsmerkmal? Also die Solarzellen, dass man Strom rauskriegt, dass da so Moos drin ist und so, all solche Sachen. Ne? Ja, das aber war damals der große Hit. Ja, aber das Fahrzeug, ja, wie es vorher war, ist ja jetzt nicht mehr. Es ist ja ein ganz anderes Fahrzeug. Hat sich zu sehr verändert, meinst du? Ja, auch die Sitze sind anders, vorne das Interieur ist anders, der Aufbau hinter, das Heckteil ist jetzt anders. Es ist ganz schön groß geworden. Der Scheinwerfer ist anders. Es ist jetzt was ganz anderes. Es ist zwar größer, das ist ja positiv ja, für Leute, die was brauchen. Anhängerkupplung ist ja auch klar. Das bisektionelle Laden, das funktioniert vielleicht, aber den als Stromspeicher zu benutzen, das wird es wahrscheinlich nicht geben, weil die Stromkonzerne oder Netzbetreiber, da muss erstmal eine Gesetzesänderung her, dass es geht. Ja gut, das haben die jetzt so dargestellt, als ob das alles einfach gehen würde. So einfach geht es gar nicht. Mhm. Dann können wir den Holger Leutelei fragen, der kennt sich da auf. Der ist, ja, es, also, das ist nicht so einfach, um gewisse Sachen wie Balkonkraftwerke das Gesetz zu kippen. Das 4105. Tja, keine Ahnung. Also, in letzte News habe ich auch was dazu gesagt zum Sion und da stand auch drunter, ja, man muss jetzt realisieren, erstens muss man warten, bis man den Kaufvertrag kriegt, wegen der Rückzahlung und zweite, die Solarzellen wären halt dabei, weil es ein Gag war und bringen eigentlich auch nichts. Und das ist halt das Schade, was jetzt, das Auto wird jetzt so ein bisschen runtergemacht, naja, es ist gar nichts Besonderes mehr und das mit den Solarzellen, das bringt eigentlich auch nicht wirklich was und es ist jetzt eigentlich ein Elektroauto wie alle anderen auch. Ja, man muss plötzlich merkt man, jetzt habe ich keine richtige Rückfahrkamera oder keine richtige Parkschiebser ja. oder ich habe keinen Autopilot oder überhaupt ein Abstandstempomat. Und dann merkst du plötzlich, was du alles nicht hast und siehst nicht mehr diese Innovation von dem Auto an sich, dass es sehr günstig eigentlich ist, dass es genau so aussieht, wie man sich ein Auto vorstellt, vom Platzbedarf, vom Anhängerkupplung und alles. Ja? Und auch mit dem Strom wieder rauskriegst und wie gesagt auch diese Sache mit den Solarzellen. Weil das inzwischen, wir sind jetzt halt dummerweise 2 Jahre später schon fast, ne? Ja. Und jetzt nochmal ein Jahr später kommt es. Jetzt will es gar keiner mehr. Jetzt kommen ja, praktisch ganz andere Fahrzeuge. Es wäre vor einem Jahr etwas wie Lotte verkaufen können. Ja. Gut, jetzt haben sie 10.000 Vorbestellungen, das haben sie ja schon. Aber der ID3... Je länger das da dauert, ne, desto mehr merken die Leute natürlich, was sie da haben. Es kommt plötzlich, die anderen kommen plötzlich auch auf das Niveau. Ne? Ja, das wenn ist, jetzt das ist den ID3 nimmst und der ist ja jetzt im Obersegment und wenn der jetzt die 25, 29 kostet und hast solche Garantie und hast einen großen Servicepartner außerum, dann ist das was ganz, ganz anderes. Ja, und selbst so Leute jetzt wie du bist da voll überzeugt davon gewesen, über die Zeit. Ja, ich habe da alle Energie anders, eingesteckt, ne? Und überall promoviert dafür, aber wenn dann von denen nichts kommt, nichts, und dann macht man so ein Video, also da muss ich sagen, also Leute, hättet ihr das Geld für das Video gespart und das Auto lieber früher auf die Platte geschickt, dass es haben kann, aber dass das mit dem Akku
optisch natürlich schon. Also Sie haben noch die Chance, wenn er wirklich irgendwie ein bisschen so flexibel aufgebaut ist, dass man Möglichkeit hat, auch einen größeren Akku reinzubauen, dann kommen Sie, glaube ich, wieder auf das Niveau, was man heutzutage will. Also unter 50 Kilowattstunden ist, glaube ich, ein Wagen gerade schlecht zu verkaufen, vor allem mit dem Familienauto. Ja. Das Aufladen über Solarzelle muss auch während der Fahrt funktionieren. Das ist auch noch ein bisschen unklar, ob Sie es hinkriegen. Aber dann kann ich das fast mit der Renault Zoe vergleichen. Von der Ladeleistung, aber die macht 43 und der macht 44. Ja. Es ist halt ein anderes Auto. Es ist richtig plötzlich so ein Familienauto geworden, auch von der Größe her, vom Kofferraum her, von der Sitze her, ne? Und von der Flexibilität. Du kannst alles umklappen, du kriegst da die riesen 2,50 Meter Latte rein. Das ist schon cool. Ja. Ja? Also man muss die Vorteile von dem Auto schon nochmal darstellen. Aber du hast schon recht, man muss es auf die Straße bringen. Das ist jetzt eigentlich ja, das, was aber was kommen André muss, möchte ne? aber auch Sicherheit ja, haben. Das ist die Frage. Weil viele Leute, die, wo sich dann ein E-Auto kaufen und wo nicht bereit sind, 40.000 oder 50.000 Euro auszugeben, die möchten auch ein bisschen Sicherheit haben. Und nicht sagen, nach 2 Jahren Pech gehabt, Akku kaputt. Garantie und sowas. Ja, das ist dann der Antrieb, wenn schon Continental der Antrieb jetzt macht. Warum geben die auch bloß 2 Jahre? Ja, taugt der Motor nichts. Du bist jetzt da eher in der Technik da drin, ich sehe das gar nicht, ich sehe das eigentlich nur von außen, sehe auch andere Sachen. Ja, ist ein bisschen schade, wie dann doch so ein Unternehmen, was so in so einem Hype war, dann plötzlich doch wieder normal wird. Aber ich hoffe, dass die Leute, die wo da vorne sitzen, sich mal ein bisschen besinnen und ein bisschen mehr kommunizieren, jetzt, was sie jetzt eigentlich vorhin und nicht so brokerweise was hinwerfen. Also, es wäre jetzt mal richtig mal Tacheles, wie es jetzt aussieht, was jetzt kommt und überhaupt, dass man mal sagt, wie es aussieht mit der Garantie von dem Fahrzeug und wer Service macht für das Fahrzeug. Weil viele sind handwerklich begabt und können eine Hochvoltbatterie rumschrauben. Das funktioniert nicht. So, letztes Thema, letzte 10 Minuten, dann haben wir eine Stunde. Ist das hier? Das ist unser geheimer Plan für das für die E-Cannonball. Das darfst du jetzt zeigen. Das unsere ist ja dahinter. Das hier war ja der vom Horst. Genau, der Horst sein. Ja. Horst hat nämlich nur 2 Routen gehabt hier. Ne? Sehen Sie da, 3 Routen hat er gehabt da oben. Ja. Ne? Es gibt noch viel mehr Routen. Ne? Ja. Und wenn wir noch über den Bodensee schwimmen, dann noch mehr. Ja, die Frage ist, haben wir ja gerade auch diskutiert, ist das ein Rennen oder ist das eine Vergleichsfahrt oder ist das eine Effizienzfahrt? Ne? Noch haben sie ja gar nicht die Genehmigung. Also für ein Rennen kriegt man eh keine Genehmigung. Das muss man ganz deutlich sagen. Es muss eine Vergleichsfahrt sein und man muss sich an die Straßenverkehrsordnung und die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Und man darf auch nur Fahrzeuge in Verkehr bringen, die da auch zugelassen sind. Das ist klar. Ich finde, wenn mir ein Rennen veranstaltet, der mir der E-Mobilität für uns, für die Community nichts Gutes. Wenn aber dann was. Einer wird gewinnen. Ja, das schon. Einer ist der Schnellste und dann meint man, das wäre der Gewinner. Genau. Ja, aber dass man da so großes Risiko eingeht. Es heißt doch, den Spaß haben und die Leute vermitteln die E-Mobilität, dass die Fahrzeuge die Reichweite schaffen und dass das funktioniert und dass man jetzt auch weniger Zeiteinbuße hat mit einem Elektrofahrzeug, wie man vom Brenner nach A nach B zu kommen. Von jetzt gerade Insel Mainau bis nach Berlin sind über 800 Kilometer. Also das ist doch ein Beweis, dass die Tauglichkeit von der E-Mobilität, das ist doch funktioniert. Und wir diskutieren eigentlich nur darüber, wie kriegen wir es hin, dass wir alle an derselben Ladesäule stehen und uns gegenseitig blockieren oder im Stau stehen, das ist noch das andere Problem. Ja. Darüber diskutiert man eigentlich gerade und was man für einen Durchschnitt haben muss. Man muss scheinbar einen Durchschnitt so knapp über 100 km/h haben. Und immer in dem Zielbereich da, der ist beim Model 3 zwischen 10% und 50% State of Charge, darfst du bloß rumladen, sonst ist auch nichts. Und dann hast du natürlich ganz andere Fenster natürlich von den Möglichkeiten. Ja. Das ist so gerade die Frage. Wenn du jetzt gewinnen willst, musst du, glaube ich, so fahren, so wie das der Horst Lüning auch erzählt hat. Aber du musst immer auch eine Strecke haben, wo du überhaupt freie Fahrt zum Fahren hast. Ne? Es gibt auch viele Baustellen. Baustelle, drauf. Stau ist dann nochmal was anderes. Da kann es sogar sein, dass eine eigentlich längere Strecke oder ungünstigere Strecke plötzlich die bessere ist. Ja. Das weiß man nicht. Und wir haben noch den Versatz jetzt. Wir fahren nicht alles zur gleichen Zeit los. Wir fahren in so Zeitfenstern los. Ich weiß nicht bei den schnelleren Autos auch, wie es da aussieht, wie viel Verzögerung da drin ist, wie man da losfährt. Und die vorne losfahren, haben natürlich die Chance, auch früher an der Ladesäule zu sein und die dann natürlich zu blockieren. Und das ist alles CCS. Und die vor uns losgefahren sind, also wir, wenn wir im Model 3 fahren, sind wir natürlich bei denen schnellere. Aber vor uns fahren natürlich welche mit einem, ich sage jetzt gar nicht, ein i3 oder ein e-Golf und so, die sind ja vor
uns losgefahren und stehe dann schon an der Ladesäule, der wir dann wahrscheinlich auch hinkommen. Ja. Also das sind eher die Probleme, als, wieso du sagst, eine effiziente Planung zu machen, wie komme ich am schnellsten oder am effizientesten oder in welcher Zeit von Mainau nach Berlin. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch so, da denkst du eher, ich fahre lieber einen Umweg oder quer durch die Landschaft, als dass ich jetzt allen auf der Autobahn hinterher fahre und wir uns dann an der Ionity-Ladesäule stapeln. Ja, das ist doch nichts. Und das Cheaten ist auch so eine Frage gewesen. Der Horst hat gar nicht das richtige Cheaten erwähnt. Das richtige Cheaten ist nämlich, dass man im Team fährt. Ne? Ja. Und dass es welche gibt, die fahren, und es gibt welche, die vorausfahren. Also das wäre auch die Frage, wie weit sowas zulässig ist. Da müssen auch nochmal eindeutige Ansagen vom Uwe kommen. Ja. Das geht ja gar nicht. Man muss auch immer noch sehen, wenn wir da rumfahren, gibt es noch die ganzen Leute, die das angucken, Zuschauer. Ja, ja. Die fahren ja auch noch da rum mit ihren E-Autos. Und welche, wo zwischen Leihwagen. Und normale E-Autos fahren auch noch da rum. Und die ganzen Porsches fahren ja auch noch da rum. Ja. Und die Entladeabbrüche. Ja, also... Das wird interessant. Von daher ist die Strategie vielleicht was ganz anderes. Weil du hast nämlich eine schöne Strategie jetzt gehabt, die erzählen wir jetzt nicht. Nee, das machen wir. Ne? Model 3, und du bist ja Reichweiten-Gewinner, Experte, neben dem Marcel. Ne? Ja. Weil Marcel fährt auch Model 3, ne? Ja. Marcel Lenz. Ja, also, aber klar ist die Frage, du hättest eher so ein Ziel, wer ist am effizientesten ins Ziel gekommen? Aber dann brauchen wir plötzlich noch einen Zeitindex, ne? Ah ja, sicher. Am selben Tag noch. Rumschlaufer, das gibt's nicht. Nö, also schon zügig dann auffahren, also nicht rumschleichen. Aber also, einen Durchschnitt von 100 wirst du nicht haben, wenn du effizienter fährst. Da wirst du dann, also der Schnitt muss schon 115, 125, in dem Bereich muss er schon sein. Also, der Schnitt? Der Schnitt? Mit allem. Ah, du kommst nur knapp über 100, hat der Horst gestern bewiesen. Der meint, man kommt höchstens auf 105 mit allem An- und Abfahrt und Standzeiten und so Kram. Ja, wie hat es der Stefan damals gemacht? Der hat 8 Stunden 25 braucht für 800 Kilometer. Ja. Und hat 3 Ladestops oder 4 Kette. Ja. Ja. Ja, und ich aber... gebrettert. Ja. Und wenn wir jetzt den normalen Schnitt von hier nehmen, dann haben wir 8 Stunden und 40 oder 8 Stunden, was haben wir? Ja, also ohne Laden. Laden ist ja noch nicht dabei. 7,5 Stunden fährt man ohne Laden. Machen wir jetzt was da. Kannst nicht, wir stehen an der falschen Stelle. Wir stehen nicht am Bodensee. Das kannst du ja nicht. Ja. Also rund 8 Stunden rum. Wir haben noch keine Strategie. Unsere Strategie ist Autobahn meiden, mitten durchfahren, geradeaus. Jo. Aber ich glaube, das klappt nicht. Nee. Da brauchen wir 12 Stunden. Bulldog hinterherfahren. Stunden. Das werden wir noch nicht outen. Das werden wir dann sehen an dem Tag, wo wir da fahren. Weil es gibt halt dann auch noch gewisse Baustellen, die wo in der Zeit, es ist noch eine Weile hin bis September, vermute, dass ein paar Baustellen fertig sind in der Zeit und gewisse Baustellen wieder neu anfangen. Also ist es dann erst ziemlich zum Schluss, jetzt die Vorauskalkulation machen, welche Richtung, und dann erst entscheiden, den Weg oder den Weg, was Baustelle betrifft und Ladestrategie. Das wird bei uns dann noch maßgeblich sein. Aber jetzt schon sage, diese Route oder so fahre, das wird es noch nicht geben bei mir. Da noch. Aber auf jeden Fall, du hast die Keramikversiegelung und du hast Aerofelgen. Aerofelgen, genau. Das reißt nachher aber raus. Ach, das reißt nicht raus. Die Keramikversiegelung reißt aber raus. Da brauchen wir nicht so viel Aufkleber dran machen, aber vorne, vor allem nicht vorne. Die heben nicht. Ach so, die heben ja geil. Die Pralle ja ab, die Perle ab. Nee, das hebt schon. Nee. Und wir dürfen nicht so viel Equipment mitnehmen. Das hat der Horst auch gesagt, jedes Kilo. Dann muss ich ja wahrscheinlich nur meine 75 Kilo. Wir schicken das Gepäck voraus, das geht noch. Und wir dürfen aber keine Kamera an den 12-Volt-Anschluss anstecken oder so. Ja, dann geht der Akku runter. Also, ob es daran hängt, das weiß ich auch nicht. Das kann nicht sein. Aber, ja. Ja, ist die Frage, jetzt hat man ein ganz anderes Umfeld. Ein Jahr später ist irgendwie die Welt anders und plötzlich merkt man, es ist gar nicht mehr so einfach, von A nach B zu fahren mit dem Elektroauto. Ja, aber es ist schön zu beweisen, dass es mit dem Elektroauto weite Strecke zurückzulegen geht an einem Tag in gewisser Stundenzeit. Also ist doch prima, dass es funktioniert. Viele sagen, es geht nicht. Aber der Beweis von letztes Jahr, und jetzt sind ja mehr Fahrzeuge dabei, ja. Das Model 3 jetzt, in größerer Stückzahl,
Und ist doch schön, jetzt zu beweisen, das Gegenteil zu behaupten, es geht, es funktioniert, die sind alltagtauglich. Mhm. Auch die kleineren, wie der Ioniq. Er muss halt öfters zwischenladen, aber es funktioniert, es geht. Die Ladeinfrastruktur ist jetzt auch, ein Jahr später ist jetzt auch viel besser. Ionity hat mehr gebaut. Fastnet hat jetzt auch einige aufgestellt wieder. Und andere große Städte haben jetzt auch Schnelllader in der Stadt drin. 50 kW, Triple Charger. Also, man kann sagen, es geht schon ein bisschen aufwärts. Aber trotzdem, wenn jetzt die Masse von Fahrzeugen kommen, was der ID.3 betrifft, als Massenauto, und nächstes Jahr sollte noch mehr sein, dann fällt schon noch ein bisschen an der Infrastruktur. Weil Model 3 hat ja jetzt einen Rekord mit 20,3% von den E-Fahrzeugen übernommen. Das gilt jetzt mal für andere, mal eine Hausnummer das zu machen. Tesla könnte mehr ausliefern, aber wenn ich so sehe, wie in Frankfurt die Auslieferungen laufen, da stockt es ein bisschen. In Hamburg geht es flott. Trotz längerer Zeit von der Übergabe. Stuttgart funktioniert auch nicht schlecht. Also von denen drei war ich schon öfters. Und in Frankfurt ist es ein bisschen, also da kommen die nicht so ganz in die Puschen. Aber Harburg und Stuttgart funktionieren hervorragend. Qualität ist top. Also so kann es weitergehen. Bloß diese Auslieferungen wie am 12. Februar bis zum 18. so Chaos. Das ist hoffentlich vorbei. Das geht gar nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Das war jetzt das Abschlusswort. Ja. Danke Peter fürs Kommen. Und fürs wir sind das Team schräg. Das müssen wir ja sagen. Ja, wir sind schräg. Ja, genau. Super. Also. Dann bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schräg. Das ist schräg. Ja, das ist schräg.